Hi Leute, wir sind immer noch bei Rayman 3 Hoodlum Havoc in der Fabrik und spielen direkt mal weiter. Und das soll mussten ab nämlich hier nicht passieren. Oh, war vielleicht gar nicht so schlecht. Erstmal hier die Sachen. Also mindestens einmal sollte man hier runterfallen, ne? Oh, wow, wow. So, also klettern wir wieder hoch und machen das Ganze nochmal. Globox wird die ganze Zeit vor uns hin und her geliefert. Denjenigen, die glauben, dass Rayman höher entwickelt ist als ich, stelle ich die einfache Frage. Haben Sie mal gezählt, wie oft Rayman seit Beginn des Spiels verloren hat? Ja, einmal. Auf Kumpel. Jeden Fall häufiger als ich, denn ich weiß nicht einmal, was Niederlage bedeutet. Wie lautet also Ihre Schlussfolgerung? Die lautet, dass du gerade verschwindest. Und die lautet, dass hier jetzt ein Kampf kommt, der sehr nervig ist. Derzeit im Saal der infernalischen Maschine. Hier werden Sie. Hey, Sweetheart, gib mir das Mikro! Holt Verstärkung! Benutzt die Rettungsnetze! Rayman darf die infernalische Maschine nicht berühren! Durch aber gerade. Auf jeden Fall ziemlich scheiße, diese Maschine. Mag ich überhaupt nicht. Muss man immer so aktivieren, dass das ganz nach oben ist. Da muss man sich ziemlich flott beeilen. Und dass sie auf kleinsten Raum alles machen. Aua. Wird natürlich auch immer schwieriger. Boah, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie oft man das nur machen muss, ey. Ich mag es nicht. Es kommen nochmal solche Tipis. Und nochmal die Maschine. Und ihr seht, das ist natürlich immer heftiger, das Ding hochzukriegen. Einmal von den anderen Strahlen getroffen werden, bedeutet, das war's schon. Also langsam müssen wir es mal geschafft haben hier. Muss langsam mal zu Ende sein. Hä? Mache ich irgendwas falsch? Oder ist das so vorgesehen, dass dreimal hintereinander die Typen kommen? Meine Güte, ich habe so das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Wie lange geht das denn noch hier? Meine Güte. Ah, also, es geht doch. Ich dachte schon, ich hätte verkackt. So einfach kommst du mir nicht davon. Du wirst mit dieser Fabrik untergehen. Brüder, durchlöchert den Behälter mit Blublub. Ja, ihr merkt schon, wir kommen so langsam dem Ende immer näher. Das erinnert euch bestimmt schon noch an Rayman 2. Nur, dass es diesmal Lava ist, die uns hier verfolgt. Pass auf, dass du nicht mehr trinkst, als du verträgst. Und die Musik ist natürlich auch wieder cool. Aua.
Schon relativ hart hier. Macht euch eure schicken Schuhe nicht schmutzig. Ja, sehr lustig. Sehr lustig, lustig. Oh Gott. Was war das denn? Ich bin hier drunter gefangen und komme da nicht durch, ey. Spasti. Okay, komm, mach hin, ich will wieder los. Also nochmal. Und es geht im Alltempo nach oben. Lach nicht. Also muss ich da gleich aufpassen bei den Ballons, dass ich da nicht runterlande. Das war ja mal voll nervend. Oh Gott. Immer hier an der Stelle kacke ich ab. Boah, André dreht so langsam richtig am Rad. Von wo immer uns der auch beobachtet. So. Sieht aus, als seist du am Ende der Fahnenstange. Nee, wo bin ich am Ende? Boah, das ist aber auch recht heftig mit den Luftballons. Die verschwinden ja innerhalb von Sekunden in der Lava, ey. Na, spring. Oh mein Gott, das geht da echt schnell. Aua! Krieg ich hier noch Steine ins Gesicht oder was? Haltet ihn auf! Raymond of Lapt ist nicht erreicht! Werde ich aber, Kumpel. Werde ich. Er ist ganz allein. Stopp ihn! Tja, die Trottel kriegen es leider nicht, ihn nicht zu stoppen. Den Abschnitt hätten wir auch geschafft. Und da kommt direkt die nächste Sequenz und jetzt geht's hier mal voll ab. Reflux. Oh Mann. Bei der Macht des Zepters unserer Ahnen, O Leptis, Herr der Nacht und Vater der Knarren, erscheine und verleihe mir deine Macht. Oh ja, Reflux bekommt jetzt leider die Macht von Leptis. Und wird dadurch noch hässlicher, als er schon ist. Ihr werdet sehen. Wenn ihr denkt, er wäre jetzt hässlich, dann wartet ab, bis wir ihn das nächste Mal sehen. Okay. Aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Rayman 3 wieder. Bis dann, Leute. Ciao.